Hallo und herzlich willkommen zur Morgenroutine. Jetzt ist die Morgenroutine auch wieder interessant, weil gerade im Winter und Heizungsluft und kalt, du sollst natürlich ein bisschen auf deine Hautbarriere achten. Meine Routinen sind jetzt ein bisschen geprägt von dieser Aufbrauch-Challenge, die ich gerade mache. Ich werde dir mal mein Project Tan Pan unters i legen. Da kannst du mal reingucken. Es sind nicht nur Produkte aus dem Project Tan Pan, aber es ist schon so ein bisschen geprägt. Und ich versuche bei sowas, wenn ich Produkte aufbrauchen möchte, immer was Neues drunter zu mischen, was nicht ganz so langweilig ist. Aber es gibt natürlich auch im Winter ein paar Regeln, die man natürlich auch einhalten sollte. Ich bin 44, habe eine Mischhaut und neige zu großen Poren. Und meine Haut kann relativ viel abhaben. Also ich sag immer was dazu, wenn reizende Stoffe dazukommen. Jetzt im Winter sollte man das eher nicht so machen. Oder ich sag's mal anders. Je nachdem, was du erreichen möchtest, aber reiz deine Haut nicht zu viel. Und so mein Ding im Winter ist eher so in Richtung Hautbarriere und Pflege zu gehen, da ich eben auch an Skinpicking leide und immer mal wieder eben eine kaputte Hautbarriere habe oder eben eine aufgekratzte. Ist auch kaputt natürlich, aber deswegen achte ich da primär ein bisschen mehr darauf. So, mein Waschgel ist im Moment das von Isana und Isana hat das schon ganz schön geschickt gemacht, denn Isana ähnelt ganz stark dem No-Produkt von der Optik, nicht vom Inhalt. Also vom Inhalt her ist es ähnlich, nur dass jetzt bei dem No-Produkt das Gelb unten ist. Aber wer sich das anguckt, denkt sich so, ah, das kommt mir bekannt vor, wenn man No kennt und so. Dann bleibt das halt umso eher hängen. Ich mag das Produkt ganz gerne, ich kaufe mir aber regelmäßig das von Balea, hängt damit zusammen, dass ich keinen Rossmann vor Ort habe. Wenn ich aber bei Rossmann bestelle oder mal bei Rossmann war und gerade irgendwie sowas in der Richtung brauche, ja. Auch bei dem Produkt muss ich sagen, da sind halt Säuren drin, das ist zwar ein Rinse-Off-Produkt und das bedeutet, das wäschst du dir gleich wieder runter, aber auch empfindliche Häutchen können darauf reagieren. Und denk nicht, meine Haut wird sich schon dran gewöhnen. Das ist keine gute Taktik. Wenn du merkst, du reagierst darauf, dann erst mal weglassen. Du kannst auch hergehen und sagen, ich nehme das nur einmal pro Woche und kaufst dir ein anderes mildes Waschgel dazu. Klar, man hat immer mehr Produkte rumstehen. Ich verstehe das irgendwo auch, dass man das nicht will. Aber nicht glauben, meine Haut wird sich schon dran gewöhnen. Ich habe solche Sachen früher nämlich auch gesagt, das ist gar nicht gut. Bei mir funktioniert das echt gut, deswegen habe ich vorher gesagt, Mischhaut, die zu großen Poren neigt, meine Haut kann echt viel abhaben und das kann ich sogar zweimal am Tag verwenden. Ich nehme es durchgehend, ne? Ich nehme es aber nur einmal gerade im Winter, aber es funktioniert tatsächlich auch am Abend und man kann damit gut reinigen. Ich sag euch ja immer, wenn ihr eure Routinen aufbaut oder wenn ihr neue Produkte kauft, da kriege ich ganz oft Fragen dazu, immer von flüssig zu fest. Ausgeschlossen die Reinigung, ne? Also die Produkte, die du danach aufträgst und es kommt immer nach der Reinigung bei mir, das ist das A und O, irgendwas Feuchtes. Und du kannst selbst solche Toner, wenn du eine sehr trockene Haut hast, kannst du die auch schichten. Und ich in meinem Fall mache das jetzt nicht, aber was Feuchtes muss auf jeden Fall kommen und da ich leider an Skinpicking leide, das ist eine Zwangsstörung, mache ich halt meine Haut kaputt. Und da versuche ich eben mit diesem Produkt, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal holen, wenn es nicht aus dem Adventskalender rauskommt, werde ich mit dem Produkt einfach versuchen, irgendwie mein Hautbild so ein bisschen zu verfeinern. Ne? Also weil das gerade dahingegen wirkt eben auch. Meine Flasche ist jetzt, glaube ich, noch halb voll und ich komme echt gut damit klar. Am Anfang war es schwierig. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du neue Produkte hast, nimm nicht zu viele Sachen, um genau definieren zu können, wie kann ich es kombinieren, was vertrage ich nicht. Also eine Routine aus Reinigung, dem neuen Produkt und einer Creme. Wenn du es halt am Tag machst, dann musst du halt eine Sonnencreme am Schluss auftragen. Und dann kannst du genau gucken, wie harmoniert das überhaupt mit meiner Haut. Und vor allem,
Fang mit einmal die Woche an und dann kannst du dich so langsam steigern, wenn du eher so ein empfindlicher Typ bist. Bei mir ist es was anderes. Meine Haut kann das richtig krass abhaben. Hat aber auch seine Grenzen und ich habe zu dem Produkt am Anfang noch zusätzlich Niacinamid verwendet. Das war ein Ticken zu viel und ich habe selber reagiert. Aber jetzt kann ich das so einigermaßen handeln und komme mit dem echt gut zurecht, muss ich sagen. Ich kann es von dem her auch empfehlen, aber es gibt schon einige Leute, die das Produkt leider nicht vertragen und bei mir war es am Anfang ja auch so. Jetzt kommt ein Serum mit Ceramiden und da kommt meine Haut halt richtig gut klar. Und das habe ich ja auch schon vorgestellt. Das werde ich dir auch mal unters i legen. Überhaupt alle Produkte, die ich schon vorgestellt habe, die findest du unterm i. Und hier, dieses Serum ist super leicht und mild, wenn du es mal ausprobieren möchtest. Wir Skincare-Leute wollen ja immer gerne Produkte auch ausprobieren. Das hier hat ein Manko. Da ist eben Carbomer mit drin. Und es gibt aber Produkte, da ist das nicht mit drin, wie beispielsweise Ceramide. Die haben ja ein richtig gutes, das Blaue ist das Blaue, glaube ich. Nee, das Blaue ist das mit Hyaluronsäure, das Grünliche ist mit Ceramiden. Boah, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, muss mal gucken. Kostet ein bisschen mehr, ist aber auch vom Feeling her und so finde ich viel besser als das hier. Aber das hat auch seine Daseinsberechtigung, ich wollte es ja auch ausprobieren. Würde das anhand des schlechten Inhaltsstoffs nicht mehr nachkaufen, weil ich das so gut es geht wirklich eindämmen möchte. Auch in der Skincare, da ist es eben auch wichtig. Wie gesagt, das Produkt habe ich vorgestellt, das kannst du mal unterm i angucken. Und ja, Ceramide und Urea, sind die Kombination liebt meine Haut, aber halt nicht am Morgen, weil da kommt eben zum Schluss die Sonnencreme drauf. Ich habe mir super, das heißt super teure, aber die sind schon teuer gewesen, diese Proben von Bayer & Söhne. Und ich habe mir eingebildet, ich müsste mir das Öl kaufen. Und ich trage gar kein Öl am Tag. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Naja, egal. Aber es benimmt sich auf der Haut ganz, ganz angenehm. Ich bin mir halt da nicht so sicher, weil es gibt ja die 1-Gramm-Regel, wie viel ich davon auftragen soll. Und deswegen trage ich es so als... Ich schichte meine Sonnencreme sozusagen gerade. Also ich nehme eine Pipette davon, trage das auf und lasse es kurz einziehen. Funktioniert lustigerweise ganz gut. 2 Pipetten würde ich aber nicht gerne auftragen, muss ich sagen, weil dann wird es schon wieder so ein bisschen speckig. Und das mag ich als Mensch mit fettiger Haut nicht so. Also ich reinige mir ja die Haut nicht ohne Grund, damit ich sie mir danach wieder richtig speckig mache, weil fettig wird sie bei mir über den Tag hinweg von ganz alleine. Also das ist kein Produkt für mich, aber da gibt es eine Creme davon. Da hatte ich auch eine Probe, die war ruckizucki leer. Aber die werde ich mir auch noch gönnen, das wisst ihr aber, weil das ist halt echt gut. Und da ist Astaxanthin drin und das macht so rötlich. So, und als letztes kommt am Morgen eben die Sonnencreme. Und bei der Sonnencreme, ja, das ist halt immer schwierig, wenn du dich selber schminkst. Ich mache das ja die meiste Zeit morgens nicht. Aber da musst du halt immer so ein bisschen die Filter erstmal so ausruhen lassen, bevor du da wieder dein Make-up drauf machst. Bevor du nichts aufträgst, trag es direkt danach auf. Ne, also... Ich weiß, es hat nicht in jeder eine halbe Stunde morgens Zeit und ich glaube, das ist nicht so relevant. Es ist eher relevant, dass du eine Pause lässt und nicht direkt drauf klatscht, klar. Aber die Zeit muss man erstmal haben, ja. Aber ich würde einfach sagen, bevor du gar nichts aufträgst, trag lieber deinen Sonnenschutz und schmink dich danach. Ne? Also es ist dann vielleicht nicht ganz so toll, aber ich bin dann nicht so, dass ich so megamäßig bigott bin bei sowas und auch gucke, dass ich auch ja 1 Gramm auftrage. Ihr habt ja jetzt gesehen, ich habe ja dieses Sonnenöl von Bayer & Söhne aufgetragen. Demnach trage ich davon jetzt dann auch nicht mehr so viel auf, weil wir haben es jetzt Winter und wenn du nicht rausgehst, klar, es kommt ein gewisser Anteil von UVA-Strahlung durch die Scheiben. Auch wenn du die Sonne nicht siehst, kann sie trotzdem Schaden anrichten. Das darfst du nicht vergessen. Das ist für mich mein Standardprodukt. Ich mag es ganz gerne, es ist aber nicht ideal. Also ich werde ganz oft zu der Sonnencreme gefragt. Die funktioniert für mich besser als die hellblaue. Die hellblaue rollt bei mir tatsächlich vom Gesicht runter. Die macht's nicht, ne?
Und die habe ich standardmäßig halt immer da und die ist schon fast wieder leer. Also muss meine neue her. Ich habe schon wieder eine neue dastehen. Wie ist deine Routine im Winter? Zeig mir die doch gerne mal unten in den Kommentaren. Welche Produkte verwendest du? Auf welche Produkte kannst du schwören? Wie handhabst du das mit der Sonnencreme, wenn du morgens welche aufträgst und dann dich schminkst und so? Wie machst du das? Und auch wenn du bis dato noch keine getragen hast, fang an. Ich habe auch erst mit 40 angefangen. Egal. Ne? Also du hast halt jetzt schon ein gewisses Maß an Hautschaden. Und es passt, wenn du auch jetzt noch anfängst. Wie gesagt, ich habe mit 40 angefangen. Das sind jetzt gerade 4 Jahre, wo ich regelmäßig Sonnencreme trage. Und es macht schon einen Unterschied. Vor allem schützt du ja auch die Stoffe, die du dir davor aufgetragen hast. Denn, wie gesagt, die Sonne kann auch Schaden anrichten, wenn du sie nicht siehst. Ne? Also UVA-Strahlung ist da echt bitter. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss!